Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadows Awakening. Ja, wir sind hier immer noch in der Herberge. Du bist schon tot. Und Tagebuch, hier gab's doch. Plus Aurum Aura. Genau. Kehre zum Morphew zurück und erkundige dich nach den Skeletten. Das werden wir jetzt auch machen. Okay. Also hier ist. Hast du Angst, dich mir zu zeigen? Hier ist irgend so ein Geist von einem Ishkai. Der uns angreift. Ich kann allerdings nichts gegen den ausrichten. Und in der realen Welt ist er nicht da. Ja, mit der Tonqualität. Es tut mir leid, dass ich das noch so ein bisschen schlecht anhört. Also was das Mikro angeht. Ich habe mir schon ein neues bestellt, dass sich dahingehend auch die Tonqualität so ein bisschen verbessert, dass ihr nicht so viele Störgeräusche noch nebenbei mit in der Aufnahme habt. So, suchen wir mal Morphew. Ah, hier ist er. Waffen, Rüstungen, Vorräte, günstigste Preise, beste Qualität. Spar dir deinen Sermon für die Wanderer, Morphew. Kalik, ein Vergnügen wie immer. Was kann ich heute für euch tun? Was weißt du über die Leichen in der Herberge? Was weißt du über die Gebeine in der alten Herberge? Davon höre ich zum ersten Mal. Allerdings haben die anderen Händler öfter mit der Herberge zu tun als ich. Waffen, Rüstungen, Vorräte, günstige Preise, überragende Qualität. Gucken, hat er hier ein Einhandschwert? Wir hatten ja ein Schild gefunden, aber das sind alles Zweihandwaffen. So, erkundige dich bei den Händlern in der in Tole nach der Herberge. Ja, das machen wir jetzt auch mal. Die besten Waffen im Ödland findet ihr hier an meinem Stand. Sag mir, was du über die Leichen in der alten Herberge weißt. Darüber weiß ich nichts. Fragt Rabat. Er hatte mit dem Besitzer zu schaffen. Die besten Waffen im Ödland findet ihr hier an meinem Stand. Ja, da bin ich mir sicher. Mögen alle eure Mühen Früchte tragen. Rabat, Da seid ihr ja wieder. Gut, gut. Sag mir, was du über die Leichen in der alten Herberge weißt. Leider kann ich euch nur etwas über die Herberge selbst erzählen. Wenn eure Gilde Söldner von außerhalb anwarb, stiegen sie dort ab. Ich glaube, Rabat hatte öfter mit der Wirtin zu tun. Vielleicht weiß er mehr. Willkommen, willkommen! Rabat klingt natürlich auch schon nach einem sehr günstigen Händler. Oh, hier ist er schon. Immer ein Vergnügen, euch zu sehen. Sag mir, was du über die Leichen in der alten Herberge weißt. Keine Ahnung, was in der Herberge los war. Ich habe Vorräte dorthin geliefert. Vor der Belagerung. Doch ich war nicht mehr drinnen, seit dieser Sura-Krieger reingegangen ist. Und ich glaube auch sonst niemand. Immer ein Vergnügen, euch zu sehen. Weißt du etwas über einen Sura-Söldner in Tole? Erzähl mir von dem Sura-Söldner, der in die Stadt gekommen ist. Er kam durchs Tor, ging in die Herberge und verschwand wieder. Mehr weiß ich wirklich nicht. Um ehrlich zu sein, war ich heilfroh, als er die Stadt verließ. Immer ein Vergnügen, euch zu sehen. Gebt auf euch Acht. Hm.
Irgendeiner muss mir doch hier noch was sagen. Gewiss seid ihr es müde, auf den Straßen nach jemandem zu suchen, der euch eure unerwünschten Waren abnimmt. Eure Suche hat ein Ende. Ich kaufe euch Qualitätsware für einen mehr als fairen Preis ab. Sag mir, was du über die Leichen in der alten Herberge weißt. Dort liegen Leichen? Ehrlich, dass das niemandem von der Gilde aufgefallen ist. Ich schätze, das Gebäude ist schon recht lang verlassen. Seit Beginn der Belagerung habe ich niemanden mehr hineingehen sehen. Bringt mir ungewollte Ware. Ich mache euch einen guten Preis dafür. Erzähl mir von dem Sura-Söldner, der in die Stadt gekommen ist. Ich entsinne mich, dass der Sura-Söldner mit Fairus sprach, bevor er die Stadt verließ. Und Fairus wirkte sehr zufrieden. Bitte erwähnt nicht meinen Namen, wenn ihr mit Fairus sprecht. Ich will nichts, gar nichts mit dem Sura zu schaffen haben. Bringt mir ungewollte Ware. Denkt an mich, wenn ihr Waren habt, die ihr nicht mehr braucht. Wo haben wir... Der Ursprung und die Natur der Schatten. Die genauen Umstände der Vernichtung des Schwertes Gottschlechter sind unbekannt, ob schon angenommen wird, dass sich dieses Ereignis im Winter 297 AK in den Ruinen der Stadt Arken zutrug. Die Zerstörung des Gottschlechters zeigte unmittelbare Auswirkungen auf alle Nahbiegen von Durathyr bis zum Orakel. Die Magier von Kyalizar, die Schamanen von Taimuria und die Sura-Clans, all jene mit einem Gespür für die Magie, spürten das Zerreißen der Welten. Falls es stimmt, dass der Tod des Gottes der Erde die Geburtsstunde der Magie in den Heretic Kingdoms war, markierte die Zerstörung der Waffe durch der Gottfiel das Ende des Traumwandelns, wie die Magier es kannten. Nur ein kleiner Teil dessen, was einst die Traumwelt genannt wurde, überdauerte. Das Betreten der ätherischen Dimensionen der Geister und Illusionen blieb zwar weiterhin nur Magiern, Elementaren und Dämonen vorbehalten, doch die Essenz des Lebens, die dort einst gedieh, war gewichen. Der Schleier zwischen den Welten war geschwächt und riss an einigen Stellen gänzlich auf, was die dämonischen Bewohner des zerbrochenen Himmels entfesselte. Es war, als würden die Heretic Kingdoms mit den Dimensionen der Hölle zusammenstoßen. Die Gelehrten nannten diesen neuen Ort zwischen den Welten die Schatten, ein Reich der Echos und der Albträume, so geheimnisvoll wie die Welt der Träume, deren Platz es einnahm, doch ungleich gefährlicher. Ja. Ein weiteres Buch. Akram. Für jedermann ohne hinreichenden Schutz sind dies gefährliche Zeiten. Kommt, schaut euch meine Ware an. Ich habe die günstigsten Rüstungen, das versichere ich euch. Sag mir, was du über die Leichen in der alten Herberge weißt. Früher war das eine Absteige für Söldner von außerhalb. Abgesehen davon weiß ich nicht das Geringste darüber. Da seid ihr ja wieder. Erzähl mir von dem Sura-Söldner, der in die Stadt gekommen ist. Ich fürchte, über die Sura kann ich euch nichts sagen. Ich halte mich von denen fern. Sehr vernünftig. Wenn man so lange Händler ist wie ich, lernt man, wann es besser ist, sich von solchen Leuten fernzuhalten. Helme, Panzer, Schienen... Okay, schade, der verkauft auch keine, aber der verkauft ein... Das Seidenmesser, ich glaube... In der Quest geht es darum, das günstigste Seidenmesser zu kaufen für diesen einen Soldaten. Die Quest haben wir zwar noch nicht angenommen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob 90 Gold der günstigste Preis war. Ich bin schon wieder etwas planlos hier. Tesset. Fairus, da ist er. Die besten Waffen im Ödland findet ihr hier an meinem Stand. Erzähl mir von dem Sura-Söldner, der in die Stadt gekommen ist. Nein, darüber weiß ich nicht das Geringste. Ach nee.
Du scheinst dich nicht sonderlich anzustrengen. Soll ich deinem Gedächtnis etwas auf die Sprünge helfen? Ich sagte, ich weiß nichts. Wenn ihr nicht die Absicht habt, etwas zu kaufen, dann geht. Keiner ist günstiger als ich, Freund. Finde heraus, was Fyrus verbirgt, indem du die anderen Händler befragst. Da seid ihr ja wieder. Gut, gut. Hat Fyrus etwas mit dem Sura zu schaffen? Ich denke, das ist durchaus möglich. Leider weiß ich nicht, was an jenem Tag geschah. Da seid ihr ja wieder. Gut. Gute Reise, Wanderer. Ja. Immer ein Vergnügen, euch. Hat Fyrus etwas mit dem Sura zu schaffen? Kein Zweifel. Dieser Sura hat Fyrus etwas übergeben, bevor er die Stadt verließ. Aber wenn er fragt, habt ihr das nicht von mir? Immer ein Vergnügen, euch zu... Passt auf euch auf. Oh, ich liebe solche Quests, wo man hin und her laufen muss. Panzer. Schienen. Hat Fyrus etwas mit dem Sura zu schaffen? Ich weiß nicht, was Fyrus im Schilde führt, doch an dem Tag, als der Sura in der Stadt war, trug er eine Menge Silber bei sich. Er denkt doch nicht... Nein, vergesst es. Ich will es nicht wissen. Helme, Panzer, Schienen... Kommt jederzeit wieder. Okay. Also er wirkte sehr zufrieden, hat sich mit ihm getroffen und hat eine Menge Silber Keiner dabei. Keiner ist günstiger als ich, Freund. Du hast mit dem Sura Geschäfte gemacht. Sag mir, worum es ging. Oder ich prügle es aus dir raus. Tut mir nichts. Ich habe bloß den Boten gestellt, das schwöre ich. Kench, die Frau, die die Herberge führte. Sie bat mich, dem einäugigen Sura-Krieger eine Botschaft zu bringen. Er bezahlte mich dafür mit Silber. Aber ich tat nur, was Kench von mir verlangte, mein Wort darauf. Die besten Waffen im Ödland findet ihr hier an mein... Was wollte Kench von dem Sura? Sie hat den Ishkai ans Messer geliefert, der dort wohnte. Sie verriet ihn, um ihren Hals zu retten. Wenn man sie so anschaut, würde man das nie vermuten. Aber Kench hat Söldnern überall in den Heretic Kingdoms Aufträge vermittelt. Bevor sie nach Tole kam, heuerte sie den einäugigen Sura an. Doch die Sache ging schief. Ihr Auftraggeber wurde erschlagen und der Sura sah nie seinen Lohn. Und wenn es eins gibt, das man im Söldnergewerbe besser unterlässt, dann einem Sura-Krieger etwas zu schulden. Sie wollte wohl ihre Schulden begleichen, indem sie ihm den Ishkai überließ. Die besten Waffen im Ödland mögen alle... Ja, sprich in der Herberge mit dem Geist des Ishkai schützen. Okay. Gehen wir wieder in die Herberge. Fälschlich vertraut, Kench. Sie hat dich verraten. Noch ein Schreiben. Kenchs Brief. Liebe Jeisha, ich habe dir im Namen deines Bruders schon so viele Briefe geschrieben, dass ich beinahe das Gefühl habe, du seist auch meine Schwester. Urshak und ich sind uns in den vergangenen Monaten sehr nahe gekommen und als ich erfuhr, dass derselbe Sura-Krieger uns beiden nachstellt, war das die perfekte Gelegenheit, ihm die Stirn zu bieten, um uns so beide vom Schatten unserer Vergangenheit zu befreien. Ich habe den einäugigen Sura nach Tule bestellt und ihm Verrat vorgeheuchelt. Wir haben die Absicht, ihn hier in meiner Herberge in einen Hinterhalt zu locken. Falls wir siegreich sind, brechen wir beim ersten Tageslicht zum Bündnis auf, um gemeinsam ein neues Leben zu beginnen.
Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Deine Freundin Kensch. Ja, Dann hat sie dich doch nicht verraten. Genau. Und du wachst seit ihrem Tode über ihre sterblichen Überreste. Wie rührend. Ja, das ist es. Komm, Geist. Deine lange Wacht ist vorüber. Komm zu mir. Ja, jetzt bekommen wir unsere nächste Marionette. Deine Seele ist jetzt mein. Der nächste Schritt zu meiner endgültigen Gestalt. Ich schätze, es ist gut, Verstärkung zu haben. Wie froh wäre ich über eine Marionette, die um die Vorzüge des Fernkampfs weiß. Verhöhnst du mich? Vergiss den Gedanken. So, wir haben auch wieder ein Level ab. Eine Welle dunkler Energie steigt aus dem Boden empor, die getroffene Gegner fällt zum Verlangsamen. Der Verschlinger lädt seinen und die Körper seiner Marionetten mit dunkler Energie auf, was bei jedem Treffer mit Standardangriffen erhöhten Schaden beim Gegner verursacht. Ich nehme hier mal die Schattenwelle. Oh, Talente. Erhöht die Kapazität des Inventars um 20. Ich hoffe, das gilt für alle Charaktere, nicht bloß für den Verschlinger. Jeder Angriff läuft mit einer Chance von 25% in Panik davon. Ja, dann sowas finde ich immer kacke, wenn du den Gegner dann noch hinterher rennen musst. Verringert die Kosten für Verzauberung um 25%, 10% mehr Seelen bei jeder Eliminierung. Erhöht Regeneration um 2. Klasse beliebig. 20% extra Schaden gegen Bestie, 20% extra Schaden gegen Dämonen, gegen Humanoide, gegen Untote, gegen Ungeziefer, Dunkelwiderstand, Feuerwiderstand, Eisblitz, Giftwiderstand, erhöht die Ausdauer um 10. Gegner lassen zusätzlich 25% Silbermünzen fallen. Ja. Gold ist wichtig. Charakter. So. Ich würde bei diesen drei Attributen bleiben. So. Dann kommen wir mal zu Kalik. Da ist Stärke natürlich am wichtigsten. Mache ich 3 und Geschicklichkeit und Geschwindigkeit, kritische Trefferchance, Angriffsgeschwindigkeit. Na gut, die Angriffsgeschwindigkeit, aber 0, also 0,01 Sekunde Bonus auf die Angriffsgeschwindigkeit ist jetzt nicht wirklich viel. TP-Regeneration ist auch wichtig. Ja. Geringe Regeneration. Ich muss mal gucken. Erfahrener Grabräuber. Okay. Gegner lassen zusätzlich. Das heißt, ich müsste das wirklich für jeden, für jede Marionette. Also den Schaden des Angriffs. Moment, gibt's hier auch noch. Erhöht die Stärke um 10. Erhöht den Schaden des Angriffs um 5%. Ja, komm. So, Fähigkeiten. Nicht genug Fähigkeitspunkte für eine Verbesserung. Waffenwurf, Adrenalin, ein mächtiges Kriegsgeheul motiviert Kalik und andere Marionetten, was den von ihnen ausgeteilten Schaden drastisch erhöht und sie gegen Furcht und Betäubung immun macht, aber ihre Rüstung. Nein. Wir nehmen den Waffenwurf. So, Urshak. Ishkai platziert eine Mine direkt vor sich auf dem Boden, die durch erneutes Wirken des Zaubers gezündet werden kann. Andernfalls zündet sie nach 30 Sekunden automatisch. Urshak stürmt vorwärts, macht eine schnelle Rolle, mit der er Gegner in seinem Weg umstößt und verletzt. Okay. Hey.
beschwört ein Ishkai-Stammestotem, das verhindert, dass in seiner Nähe Fähigkeiten und Zauber angewendet werden. Ja. Sehr schön. Talente erhöht die kritische Trefferchance. Erhöht Widerstand gegen stumpfe Gewalt. Bla bla bla. Geschick. Erhöht die Gewandtheit um 10. Das werden wir auf jeden Fall nehmen bei ihm. Und Willenskraft. Stärkt deine Angriffe. Ich weiß jetzt nicht inwiefern. Das ist jetzt schwierig. Brauche ich Stärke bei Urshak, damit seine Angriffs, also sein Schaden steigt? Hauptattribut für Jäger und Ishkai ist ein Jäger. Bonus auf kritische Trefferchance, Bonus auf Angriffsgeschwindigkeit. Weil hier ist ja Schadensbonus. Ja, hier mein Schaden 54 bis 52. Der erhöht sich mit der Stärke. Die Willenskraft würde ich bei Ishkai jetzt ehrlich gesagt vernachlässigen. So, ja. Nee, ich will ihm keinen Krummsäbel geben. Rüstung, Zeremoniengewand. Das ziehen wir ihn mal an. Ring des Schützen. Dafür brauchen wir Level 4. Da ist er, glaube ich. Ach nee, doch nicht. Ich habe gedacht, weil der Ring des Schützen heißt, dass der Geschick mit drauf hat. Nun gut. So. Was haben wir jetzt noch für Quests auf? Finde den Kapuzenmann, stelle deinen Sohn Nemec, und Nebenquests haben wir aktuell keine, aber ich möchte zumindest in dieser Folge jetzt noch die... Warum sprecht ihr nicht lieber mit Arshad, anstatt euch hier herumzudrücken? Die Nebenquest von dem Soldaten machen, der sein Messer verloren hat. Ich weiß jetzt gerade bloß nicht, wo wir den finden. Ich bin schon so lange hier, dass mir schon Sand in je... Ja, den Händler... Arashat. Mit Arashat löse ich ja, glaube ich, die nächste Hauptquest aus. Oh, Stadt der Verbannten, vierter Band. Als der eiserne Griff der Theokratie schließlich die Außenlande erreichte, war die Ausrottung der letzten Überbleibsel des gefallenen Regimes bereits nahezu abgeschlossen. Jene, die auserstande oder nicht gewillt waren, aus Tole zu fliehen, entschieden sich, einen ehrenvollen Freitod der Demütigung einer Hinrichtung vorzuziehen. So kam es, dass sich in den Mauern der Stadt nichts Lebendiges mehr fand, als die Streitkräfte des Theokraten Tole erreichten. Da es keinen strategisch nachvollziehbaren Grund gab, die nun von Untoten befallene Stadt zu besetzen, erklärte der Theokrat Tole lediglich für unrein und nutzte die Stadt fortan als Strafkolonie. Eine Verbannung nach Tole war während eines Gutteils der Herrschaftsdauer des Theokraten das, was einem Gnadenakt am nächsten kam. Gleichwohl man fährt den verkommenen Bodensatz einer Nation nicht irgendwo ein, ohne die Natur dieses Ortes grundlegend zu verändern. Tole wurde zur Stadt der Verbannten und ist es auch noch heute. Nur wenige hatten Anlass, sich freiwillig dorthin zu begeben. Doch vielen, die
die in Korvent oder Taimuria zum Tode oder Schlimmeren verurteilt waren, bot Tole die Chance auf ein neues Leben. Der Rang und der Titel des Vorstehers, womöglich ins Leben gerufen vom Theokraten als grausamer Scherz auf Kosten des ersten Bürokraten, der dieses Amt innehatte, waren das Einzige, das an einem Ort, der für seine Rechtlosigkeit berüchtigt ist, zumindest einen Anschein von Recht und Ordnung erweckte. So. Naja, wir können ja wenigstens schon mal mit Arashat sprechen. Arashat, alter Gauner! Hat es immer noch keiner in euren Diensten geschafft, euch umzubringen? Kallik, ihr tollwütiger Hund! Es hieß, ihr seid tot! Für eine Weile schon, aber ihr wisst ja, wie das so geht. Ihr habt euren Tod vorgetäuscht? Hätte ich euch gar nicht zugetraut. Manchmal überrasche ich mich selbst. Was benötigt ihr? Wo ist Nimik jetzt? Wir haben etwas miteinander zu klären. Seit er euch die Kontrolle entrissen hat, verlässt er die Stahlgilde nur selten. Ihr müsst ihn dort aufsuchen, doch werden sie euch kaum durch die Vordertür spazieren lassen. Na schön. Was soll ich für euch beschaffen? Wie kommt ihr denn darauf? Ihr Händler haltet euch für so schrecklich gerissen. Sagt mir einfach, was ihr von der Stahlgilde haben wollt, und ich besorge es. Bitte, stellt eure Fragen. Habt ihr Verwendung für meine Fähigkeiten? Tatsächlich brauche ich etwas Unterstützung. Einige meiner Händler fielen des Nachts aphotischen Spinnen zum Opfer. Bösartige Viecher, die seit kurzem scheinbar in jedem Schatten lauern. Bitte, stellt eure Fragen. Und wie laufen die Geschäfte eurer Gilde, Arashat? Ach, die Zeiten sind schlecht für die Händler von Tole. Die Stadt ist von einer Nomadenhorde umzingelt, die sie plündern will. In den Schatten der Katakomben lauern fürchterliche Kreaturen. Andererseits sind die Profite der Seidengilde in diesem Quartal gestiegen. Nichts hilft dem Lebensmittelpreis besser auf die Sprünge als eine gute Belagerung. Habt ihr Fragen? Wie lange noch, bis Tole die Vorräte ausgehen? Das lässt sich schwer sagen, vielleicht ein Jahr. Falls ein Sandsturm die Nomaden zum Rückzug zwingt, sogar noch länger. Außerdem ist der Vorsteher ein mächtiger Portalmeister. Vielleicht hat er ja die Mittel, uns durch dieses Unglück zu helfen. Es ist schlimm, doch leider lauern innerhalb dieser Mauern größere Gefahren als außerhalb. Wie kann ich helfen? Wie macht sich der Herzog als Vorsteher? Besser, als mir lieb ist. Er stürzte meinen Vater als Vorsteher. Ich liebte meinen Vater nicht, doch wir waren blutsverwandt, versteht ihr? Ich traue dem Herzog nicht, und das nicht bloß, weil er dem Schleierorden angehört. Jeder weiß, dass der Orden bloß ein Blendwerk von Rechtschaffenheit ist, mit dem die Inquisition den Verfall in ihrem Inneren verschleiern will. Ohne ihn wäre Tole besser dran. In dieser Hinsicht sind wir einer Meinung, Arashat. Bitte, stellt eure Fragen. Apotische Spinnen sind kaum eine Gefahr für mich. Was gebt ihr mir dafür, dass ich sie erlege? Ich zahle euch 50 für 10 Spinnenkadaver. Sucht auf dem Friedhof südwestlich des Marktes. Dort scheinen sie sich in Scharen zu tummeln. Was benötigt ihr? Was braucht ihr aus meinem Gildenhaus? Als er meinen Vater bezwang und zum Vorsteher wurde, nahm Darmok etwas an sich. Ein Schwert, ein Familienerbstück, könnte man sagen. Mein Vater bekam es von meinem Großvater und der wiederum von seinem Vater. Darmok machte es den Söldnern zum Geschenk, um ihr Bündnis zu festigen. Doch nach Geburtsrecht ist das Schwert mein und ich will es zurück.
Nehmt diesen Schlüssel. Eröffnet den Keller der Stahlgilde. Ich bin sicher, dass das Schwert irgendwo da unten ist. Ein viel zu kostbares Verhandlungsmittel, um es irgendwen schwingen zu lassen. Findet das Schwert und bringt es mir zurück, dann zahle ich euch 200. Ihr erkennt das Schwert an den zwei sich umwindenden Schlangen, die auf Griff und Klinge eingraviert sind. Euch euer Schwert wieder zu beschaffen, ist ein fairer Preis für den Zutritt zu meiner Gilde. Schon so gut wie erledigt. Habt ihr Fragen? Wer hat den Schlüssel zum Arcanum? In meiner Gilde niemand, fürchte ich. Und ich wäre überrascht, wenn die Stahlgilde einen besäße. Manchmal geht ein Magier hinein, der sein Gesicht unter einer Kapuze verbirgt, aber sonst niemand. Bitte, stellt eure Fragen. Erzähl mir von dem Sura-Söldner, der in die Stadt gekommen ist. Das geht mich wirklich nichts an. Bitte, lasst mich da raus. Was benötigt ihr? Kennst du Kench? Sie führte doch früher die Herberge, oder? Um ehrlich zu sein, ist mein Wissen über die Bürger von Tole außerhalb der Seidengilde begrenzt. Wie kann ich helfen? So, nach diesem doch etwas langen Gespräch würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Und bewältigen dann im nächsten Part die Aufgaben, die wir gerade aufbekommen haben. Also ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Abonniert doch bitte meinen Kanal und klickt auch auf die Glocke, damit ihr dann nichts mehr von mir verpasst. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.